Jetzt sind wir hier in die Hauptstadt bei Anna Gosse. Dankeschön, Frau Gosse, dass Sie mit mir hier das Interview machen. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wo Sie geboren sind und vielleicht auch sagen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin Anna Gosse, geborene Peters. Ich bin in Russland, eigentlich erst in der Ukraine, aber dann war das alles Russland gesagt. In Russland habe ich 1931 geboren. Ich bin nur noch 92. Oh, das ist all ein gutes Ella. Und die Channel noch, so ist mir das noch Ramguna. Ja, das kann erstmal so ein bisschen schwierig. Mein Relate wird jetzt später. Ja. So bin ich heute noch so begonnen. Und die sind, wann ihr hier in dem Chaco gekommen, in Paraguay? In Paraguay kommen wir 1947. Im September in Solnerenze. Okay. Ich bin von der ersten Vollendam. Und dann, wie die in Argentinien. Und da ging ich dann auf Clean Dampfer wieder. Und dann wie in Paraguay zurück. Dann muss eine Gruppe in Argentinien bleiben. Ja. Gut, so, Sie sind dann eigentlich Teenager gewesen, als Sie herkommen. Sie kennen jemand vielleicht von der Kindheit und dort in Ihre alte Heimat noch gut besinnen? Nein, eigentlich war ich 12 Jahre alt, als ich dort fuhr. Aha. Ja. Wo wird das Familienleben beginnt dann dort in Russland? Na, ja, als du saß, ja, in Ella, jenste zur Schule? Ja, das war eine Sowjetzeit, die Eltern mussten auf Arbeit. In der fernen Schule, dann ging die 10 Jahre im Kindergarten. Die wurde dann zum Eins von der Mutter angebracht. Wir dann dachten, ich war da und dann danach nach Hause. Und als ich in der Schule ging, dann wir hatten auch am anderen Tag eine Schule. Dann, dort wir dann auch ich war immer ein bisschen lieb von ihr was. Und dann warte ich von, ohne 9 Tage komme ich dann in die 1. Klasse. Und ohne 40, und dann fängt die 3. Klasse und 41 an. Und wo seid ihr mit, hat sie Freund an der Volksschule, hat sie eine. Oh ja, an Start wie Geld, ich hatte hier dann viel. Aber alle taubt, da wir ab und an mal warst, oder? Nein, dort nicht. Und dann wären wir noch. Zu klein. Zu klein, ja. Aber eine Schule, da habe ich gut. Ja. Und was musste deine Eltern arbeiten? Oder was deiden die arbeiten? Jo, mein Vater, wie, dann wird das gesagt, Konjuch, Pferdbesorger. Also, das wäre alles Kolchossache. Oh, okay. Und die musste die Pferdbesorger. Besonders dem Präsidenten, dort wie dann der, wenn man sagt, das ist die Schuld oder die Eberschuld, dem sind die Pferde, muss die extra besorgen. Und dann, wie er noch anstatt da auf dem Boy hatte, sind Mehl, eine Windmehl. Und da musste er dann auch noch arbeiten, wenn der Wind kauf. Das wie es mit Wind war, der ungetrieben. Mhm. Und meine Mutter, die arbeitet in einem Agarod, das ist so groß, das würde man nur sagen, Gemüse geworden. Mhm. Ein Grauter. Kolchosgemüse geworden. Und dort habe ich da gearbeitet. Das war nicht ganz so schwer auf dem Stab. Mhm. Aber war die dort an, dass das da anruhig weh an jener Kindheit? Ja, aus der ersten Kirche weh, dachte die Eltern wären sehr anruhig und war so viel verteilt, so, dass die Schau würden kommen. So. Aber die doch nach seiner Zeit, die Russen kriegen noch viel Wasserschlapp. Und so glaube ich, ist das auch bei uns passiert, ja? Jo. Kannst du ein bisschen davon vertellen? Von also mein Vater nochmal. Mhm. Ja, den Tag kann ich, wo ich nicht mehr verjeten. Also dann, dort wird dann auch sehr arg. Und dann kommt er eben von der Arbeit, so sag ich da von da, mit Eck gehen. Ah, hat er gewusst dort? Ja, das, na ja, die musste sich dann sammeln. Ja, der war nicht der Nacht geholt, das fehlte. Mhm. Der war eben da und dann ein Schaufonkel dann. Und dann, keiner konnte dann noch nicht mehr gehen, wie dann für mehr gehen. Er kam nach Hause und sieht, von da wurde der mich holen. Und da muss er wohnen, sieht er. Ja. Und dann, meine Mama packt dann ein bisschen was an, wir hatten ja sowieso nicht viel was. Und dann gehen wir mit einem mit, was im Büro würde nur sein. Dann sieht man dort Künstlerei. Und da musste der Onkel alle, der hat alle Tiere gekriegt. Da wäre viel dann in unserem Dorf. Und dann fehlt früher ist mit Tina wieder mit ihrem Mann. Und dann teilte sie die Polizei wegen da, teilte die Dörr, und wir sind alle, was sie auf der Liste hatten. Und dann ging sie zur Faut los.
Er musste dann das Meer da begonnen, warte, wo da dann der Zug ging, wo der Bahnhof ist. Und dann unsere Familie, mein älterer Bruder, der war im Studium, der war nicht zu Hause. Aber wir waren 5 Schwestern. Mhm. Wir gingen dann auch mit. Mhm. Bad im Nobadarb, wir dann nicht so sehr weit, aber viel gingen mit. Und dann sag ich mein Pa, sag ich, ich war mit der Trägerin, ich kann nicht mitkommen. Mhm. Und dann darf ich Aufschein nehmen vom Schlanzen von Kaon. Sind das nicht, wie vorher all passiert? Emma war da? Nein, ich war da nicht. Die holte sie, was sie wollte, einzeln holte, die holte sie immer danach. Mit dem schwarzen Auto. Ja. Ja. Aber das so massenweise, dort passiert immer da. Das war nur die erste Gruppe. Was hat er zu dem gesagt? Du machst nicht was, dort und dort haben auch Arbeiter da. Wat? Dort weiß ich nicht, weil sie wissen, dass sie nur um Nude, weit um Nude gescheit worden. Hm. Ich komme nicht, vielleicht bis heute, dass er dann. Meine Mutter hat gesagt, aber wir machen es nicht. Mm-hmm. Dann hat er da Aufschreit nehmen. Meine Mutter ging zu sich an. Da hat Leibwitz. Und die reiten die alle mit den Dichter, die wird schwinder hier sein, die würden nicht weit kommen. Da sag ich dann auch zu meiner Mutter, mag die das nicht so schwer. Am einen Monat reiten wir, wo wir drin sind. Ah ja. Der Monat ist niemals gekommen. Ah. Und wie alt wirst du dann? 10 Jahre. 10 Jahre, magst du das so mit? Ja. Und auch noch viele andere Familien? Ja, ja, viele Onkels wieder da. Das war dann die erste Gruppe, und dann dachte ich nochmal, war da, die nahmen die Jungs von 16 Jahren, was für ich nahmen sie was 20 Jahre. Und dann dachte ich dann noch eine Höhe, was 25. Der Mann, ja. Dann wäre einmal bloß ein paar Aule geblieben. Ein paar Aule und all die Frühes mit der Tschenja? Ja. Wer besorgt dann der Piet, das im Hogen Mann sind nicht Piet, was er. Naja, da musst du dann andere machen. Musst du dann andere? Ja. Vielleicht auch junge Frühs. Junge Frühs musst du dann auf Traktor vor, auf Flächen. Ah ja. Ja. Ha. So, und dann irgendwann sind sie langsam rückgekommen. Naja, dann, und wie dann kommt der Dietscher noch an Ende fertig, Anfang Oktober, nahm die dort dann da ein. Und dann bin ich noch 2 Jahre tüs und die deutsche Regierung dann. Okay. Und ich habe nur 2 Jahre in der russischen Schule gewohnt. Mhm. Und nun soll das Deutsch. Und dann fängt es von Fähre an, ab bis 10 und so. Und dann war da Kreuz und Schwung. Und dann kommt die Front 3, muss die deutsche 3 tragen. Ah. Und dann haben die uns mit. Okay. Was redet die tüs für eine Sprache? Plattdeutsch? Plattdeutsch. Ja. Also Hodeutsch. Nein, Hodisch war nicht. Wart nicht geredet. Ja. Plattisch und Rösch? Ja. Okay. Und schön muss Rösch, ja. Und wenn eine Pause, dann wird immer Plattisch. Ah ja. So, dann wäre einfach viel früher, was da dann rüt gekommen, wo dann die Möglichkeit wäre, hier in Paraguay zu siedeln. Oh, dann fuhren wir mit dem Wagen rüter mit Blatt und dann reisen wir. Vom September, und ab einer steht die Hilfe dann 2 Wege an, dass ich den Pferd wieder verpustet, der kriegt wieder von wieder dreht. Und dann reisen wir bald im September, dann mal wieder über die Polsche gerannt. Da gehen sie dann wieder. Und da standen wir dann auch einen Monat, und dann gehen sie mit dem Zug nach Polen dann. So. Sind wir das endlich ganz klar, dass Panisch wird zurückkommen? Na nee, meine Mann, die reden noch immer hier im Park von, jo, wo sie kriegt dann ohne 56, dann kriegt sie die Linie natürlich ohne 42 in Russland verhungert wie. So sei ich arbeite und wenn ich jete. Oh, okay. Gut, überspringen wir das ganze Mal, bis wir in Paraguay ankommen. Hier wären dann alle Männer nicht, die Männer wären hier in der Fernheimer, die holten die Jünger auf? Ja, wir wären dann von Kassade, von Asunción, bei Kassade fuhren wir dann mit dem Fluss, mit dem Schepp, ja. Ja. Und von da mit dem Engbohn, mit dem Zug, mit dem Engbohn. Ja. Und dann wird das einmal verteilt. Die Männer, wenn die Männer aufholten, die holten alle Streuheit ab. Und wenn der Fernnehmer holte, der wäre mit Treibasch. Und dann checkt wir, das wäre alles mit Streuheit. Aber weißt du, uns holte die Männer so,
Und sie sind so schön, ein Mann, wie wir dann gehört haben, die sind so sehr schön. Dort wie willst du eigentlich nicht das Land noch nicht reit wie, ja? Da wären wie die ein Männer. Na, endlich, eigentlich nicht wie das doch, aber die Männer wollen das doch hier haben, und die halten uns dann hier das Haus bauen. Ah, okay. Ja. Okay. Wir kommen dann am 48. im April auf unserem Komp. Hier in Nieland. Ja. Dort wart ihr in Teuer teilt, ja. Deine Ma, Witwe. Ja. Und mit wie vielen Kindern? Na, zwei Kindern, dann noch zwei Wesenkindern. Von zwei. Ihren Brüdern wäre da. Wow. Ja. Und dann halten die Männer jünd, dort das Haus zu bauen. Das Haus zu bauen. Da hat er vier Schäfte gekriegt vom MCC. Das soll das Meter lang und drei Meter breit. Und vier Fenster haben wir das in der Mädel wohnt. Und wir haben dann, wir dann einmal im Kompio vor dem meines Onkels mit uns, hat er da die Tee gestreckt. Nur riecht er da nicht aus, der Mädel wohnt. Dann lädt ihr den Tag? Ja, der lädt uns dann noch her, Tee gestrecken lassen. Ja. Oh ja. Ei, ei, ei. Und dann da Eten und für die Familie Sarja, das wird auch schwer, nicht? Für deine Mann. Irgendwo ist sehr schwer. Die wird sowieso immer schaubig, ja, Mann. Ah. Und seid ihr dann da was Ackere oder kriegt ihr eine kalte Malte oder wo schlug jün Tersch? Na, wir waren in der Unterstadt vom MCC. Da gab uns die erste Tito Kostjalt. Und da wir dann, ohne 47, wie Niederland durch Rind, da hatte ich ohne Kooperative, ein kleines Häuschen in der Hochstadt in der Luft. Und da fuhren wir dann Endschäpe mit uns. So, du hast dann deine Jugend an diese Ansiedlungstätigkeit hier gemacht, an diesem Bosch. Wie das alles wird nie verjüngt? Oh, ja, sei ja, alles sowieso. Schrie ich dann auch mal eine Begegnung mit Schlangen, mit Schwein oder irgend so was? Eigentlich gar nicht so graf. Uns war zu Ende gerührt, wie die Schlangen, denn die Ona. Kreist in die Ona? Ja. Hast du Kontakt gehabt? Na ja, als wir dann Männer waren, da habe ich die dann ein bisschen gelernt. Okay. Aber nicht schlimmer? Nee, einfach nicht. Ja. Friedliche Menschen. So, ich stelle mir das vor, als Jugendlicher, das wäre vielleicht ein bisschen Abenteuer auch, ja? Doch. Jens in einem, nee. Einem Satz eigentlich schein, ja? Ich bin in dem Dart, dort wie kommt nicht in den Dart ich. Und das hat am Anfang noch genommen, als sich alle da wohnen, dass wir Frieden sind. Als sich alle da wohnen, dass wir Schulter warten, dann muss ich nach Nomen gesagt. Und dann. Ein Friedensheim und viele sehen, dass auch das frühe Start. Ah ja. Und die dort, wo es sagt. Okay, okay. So, und dann hat ihr hier gebaut, dass du dann auch Lothar best ein Bunje vor Schumacher oder weil man seine Sachen holen und heimbringen. Ja, dass wir dann sagen, man darf sich mit der Kooperative melden, dann kriegt man Lodeschien. Und dann hat er sich unserem Dorf Feierfurter ja gemalt und mein Bruder wird dann noch. Dann war ich 17 gewesen, der wurde dann vorher. Und dann schrieb ich den Lodeschien auch, der wäre dann feier fertig. Und dann war mein Bruder krank. Und jeder, wie ich froh war, an Lodeschien gehe, dann gab es ein bisschen Geld. Und dann sagte ich meiner Mama, da wollen wir das Mutter aufsagen. Aber nee, das fehlt schon. Da haben wir gelernt, ein bisschen Geld verdienen. Und ich hatte dann noch spazieren, ich hatte dann noch einen Freund. Aha. In Ansnuba, die wohl auch vorhin, dort wir in Russland Ansnuba, den kann ich auch sehr gut. Und dann sagte meine Mama, ich war vorhin. Und bei dem, sagst du mir, ja, wo denkst du an? Du gehst dir doch nicht so weit und dann bist du dann außer. Ja, ja. Nein, wo alt wirst du dann? 19. 19. Ja. Eine Mial mag all die Männer. Drei Männer. Ja. Und dann sag ich noch, ich sag, Obram, es ist auch, die wollte schon mich abholen. Und dann wird das noch so, dann wird noch so viel Pions hängen, wie ich sollte. Das wäre eigentlich auch gefährlich. Also, ich war mir so untreutig als ein Jung. Da wurde das nicht sein, dass ich mich nicht gesehen. Dann fuhr ich mit, eine ganze Weg wie ich war. Ah ja. Dann nach oben fuhr wir dann Friedensheim los, Patlama Plata. Und dort schrieb ich auch gefragt, der hatte gedroschen einen Kaffee, was sie wohl hier in den Boden gebracht hat. Und dann schrieb ich dann noch gefragt, am Hahnfuhrer. Und 3 Jahre wir dann von Niederland. Ja. So, die fuhren dann in Gruppe? Ja, alle feiern mit. Ja, und seid ihr
Warst du mal dort eine Mulli vor? Jo, weißt du heute noch. Ich habe mich so gegrüllt auf der Reise. Wirklich? So sehr gegrüllt. Wenn uns Pions vorbeireiten, die sagen, da kommst du, da piept den Juchte dann. Aha. Aber die Leute uns haben. Pions, dort sind die Latein-Paraguayer Obeda, ja, die Estancieros. Ja, dann wird das doch noch gefährlich. Ja. Zum Beispiel, da haben sie das nicht. Hey. Gut. So, und nun habe ich die ganze Zeit hier in Nieland gewohnt. Auf deine Maße frisch befreit dann noch mal? Oh, nee, nee. Nee? Nee. Mhm. So, die hat sich der geschlagen mit Jün Taub. Und du hast dich dann Lothar befreit mit diesem Jungen, der da mit war. Selbst eine Familie gegründet. Ja, 42 wurde ich gehabt. Aha. Ja. Und immer hier in Nieland geblieben? Ja. Auch auf der Wirtschaft? Ja, wir haben. Na, ja, Marktwirtschaft haben wir dann auch noch. Aber wir haben den Acker. In meinem Mund interessiert sich mal für Bauarbeit. Nachher deine Böse sind Arbeit. Ah ja. Ja. Dann darf ich mal bloß im Acker fahren. Mhm. Okay, okay. Was ich noch inzwischen habe für jeden zu fragen, in welcher Zeit habe ich jemand beziert oder Tafel oder? Na ja, beziert habe ich mich, also wie wir von der Gruppe, die nicht Fuß in Paraguay kommen, da wie ich in Argentinien. Und dann nach Pommern zu Lorenzen. Ich komme dann von Argentinien, Bad Asunción. Mhm. Und da sehe ich am Schako, wie nach Tschechien kommen. Ja. Dann musste ich nach 3 Monaten zu Lorenzen. Und da wir auch oben versammeln, da bin ich dann noch 16 Jahre. Wir oben versammeln. Und ich war doch immer abgerübt und zurückgeblieben. Und ich wohne doch wohl, aber ich bleibe nicht. Und da war ich wieder bei dem letzten Abend. Und dann wohne ich das als Seher. Aber ich ging doch in die Hüste, und als ich in die Hüste kam, dann wollte mir das so sehr schworen, dann sage ich mir nicht mehr, was erst ist. Ich wollte auch zurückbleiben, aber ich schrie das nicht an. Komm doch nicht. Und dann sagte ich, well, muss ich beten. Und dann sagte ich, bete für mich. Und dann sage ich, wo Jesus mir das Geistesohr, sage ich immer, öffnete und weist mir in Blut mit vollgeschriebenen Sinn, wo er in Röde schrie das Eberbuch. Wow. Dann schrie ich Frieden im Wort, was so scheint. Ja. Dort schreibst du so an deine Gedanken, an die Seine. Ja, jetzt sagen wir da, sag bloß ich. Ja, dort wäre nur dem, was du mit deiner Mama gebetet hast. Ja. Dort ist ja ein scheines Erlebnis und eine Gewissheit, ja. Dort man die Sündenvergebung hat. Ja. Und dann da nur irgendwann leidet sie dann Toffel? Ja, es wird dann am Dorf werden. Und dann wird auch einmal gefragt, was nicht wurde. Reisen zum Taufe. Und meine Freundin, wir wohnen in der Nachbarschaft. Und dann haben wir noch ein bisschen geschworen, wir haben ein sehr tolles Gebet. Dann schrieben die Gewässer, wir sollen uns auch Taufe lassen. Und dann sind wir alle in 41. Mhm. Und dann werden wir große Taufe zum Lohn, ein Pinste, und in 41. Hast du vielleicht ein besonderes Erlebnis, besondere Gebetserhörung, was du an der Deutsche Jaschwurst? Mitgeben? Na, was mir sehr wichtig ist, dass von diesem Tag haben die so viel Freiheit, die Kinder, die von jung an das Christliche, und das habe ich eigentlich nicht gekonnt. Hm. Als sie 2 Jahre sind, dann schon gewohnt, dann wird sie 10,5 Jahre. Oh. Und dass die von diesem Tag Kinder von klein an und die jungen Mütter, die sollen ihre Kinder, wenn die da nicht wollen, die sollen den dort einfach erlauben und entscheiden. Das ist mir sehr wichtig. Sie sind auch schon? Ja, dass die Kinder, die sie gelernt haben, dass sie das mochten nutzen. Mhm. Und die jungen Mütter, die schreien dann, ja. Vorhin will ich die Kinder da nicht. Ja. Ja, ich glaube, das Ganze, dass die auch so alt geworden sind, das ist mal genug. Das hat Herr einfach die Chance, dass du so weit noch kannst hier sein und und schön nicht Stuhl hier haben, bleibt das bloß die Not von Gott. Ja, und das ist so lange, wie ich konnte mit meinem Mann bleiben. Aha. Ich starb von 18. Und wie viele Jahre war das, was ihr top wäre? Saßen fast 25, da fast 40 noch, saßen fast. Wow. Ein paar Monate danach. Ja, das schön. Und wie groß ist deine Familie, wie viele Kinder hat ihr? Fünf. Fünf Kinder?
in 12 Grötchenja. 12 Grötchenja. Und nun hat er 18 Grötchenja. Wow, 10 Grötchenja. Gut, Dankeschön, Frau Gose. Ich hoffe, dass das auch für euch interessant wäre. Und ja, bis zum nächsten Mal.